die Highlights von der zweiten Staffel, dass super tolle neue Kollegen dazugekommen sind, dass auch der Druck größer geworden ist, weil die erste Staffel so groß war, die Leute so gefeiert haben und dann muss man halt nachliefern. Das ist immer schwer beim zweiten Teil. Wir sind eine Familie. Oliver Hirschspiegel ist ja bekannt für das Experiment und der Untergang und solche Filme. Ne? Der ist ja eigentlich richtiger Brain, der Typ. Ne? Und der Özge Yildirim, der macht das ja, Chico, das sind so bekannte Filme eigentlich. Und die kennt man so, ne? Die feiert man. Darauf hat man Bock, die Filme anzugucken von den zwei geilen Regisseuren. Und die sind halt so unterschiedlich auf ihre Art und Weise. Der eine improvisiert mehr, der eine hält sich mehr an den Text, aber auf ihre Art und Weise. Und beide funktionieren fantastisch für einen Schauspieler, für mich. Verstehe. Die Highlights der zweiten Staffel, es geht noch krasser in die Familie rein. Leute, die sich von außen versuchen einzumischen, werden gnadenlos niedergemetzelt. Es wird noch krasser auf Familie eingegangen, was Liebe und Verrat betrifft. So. Und ja, es wird den Zuschauern noch mehr gefallen. Und das respektieren wir. Gerade eine Szene gespielt mit Kida, wo wir uns sogar sehr nahe kommen als Polizist und Verbrecher, wo sich die Grenzen auflösen zwischen Gut und Böse. Glück gehabt, Toni. Was hat das mit Glück zu tun? Der Polizist, den ich spiele, der verlässt eigentlich das Gesetz. Und es verselbstständigt sich in der Manie, diesen Verbrecher zu jagen. Und das finde ich psychologisch interessant. Ich will, dass keiner mal den Menschschritt ohne uns macht. In der zweiten Staffel finde ich es auch sehr spannend, was zwischen ihr und Latif passiert. Weil wichtig ist zu wissen, dass die beiden sich auch lieben, dass es eine gewollte Ehe ist und die Kinder aus Liebe entstanden sind. Nur die Situation, in der sie stecken. Du bleibst hier. Das ganze Milieu und bringt so viel Drama in die Wohnung und in ihre Familie, die sie versucht einfach zu schützen. Ja, alles gut. Also die Figur, die Figur Seki hat sich jetzt so entwickelt, dass er mehr verloren ist in der Welt, also in der Welt von vier Blocks, dass er keinen Halt mehr hat, also niemanden mehr hat am Ende. Der ist komplett ein Niemand, der ist einfach ein so wie ein leerer Raum ist er nur noch. Was geht jetzt ab bei dir? Was hast du jetzt? Keine Ahnung, das müsste mir sein. Ich glaube, es gibt das, was spannend ist, ist, dass Khalila liebt Toni. Und das macht es nicht so einfach. Und ist manchmal, ja, manchmal ist die Verbundenheit zu Menschen und dem, was man sich wünscht, wie sie sein müssten, dann doch anders, als wie sie sich oft verhalten. Und es bleibt weiterhin ein Konflikt, in dem sie steht. Ja. Du legst Feuer in der Stadt. Kein Wunder, dass man Feuer bei dir legt. Ich glaube, wir haben zwei gute Regisseure gehabt und gute Drehbücher gehabt, dass wir das trotzdem auf diesem Niveau halten können. Vielleicht meines Erachtens auch ein Tick härter und ein Tick besser geworden ist. Bruder, was ist los mit euch? Ja? Habt ihr Genehmigung, Alter? Wenn es dir gefallen hat, hier gibt's mehr. Und vergiss nicht zu abonnieren.